Und jetzt schauen wir am Ende der Woche zurück auf diese Woche mit Zip. Zu Hause ist es am schönsten. Ja, egal wo man herkommt, zu Hause ist es doch am schönsten. Sei es in München, sei es in Berlin. Unglaublich schön, wieder in Deutschland zu sein. Genau. Was sollen wir woanders hinfliegen, wenn wir auch hier hinfliegen können? Wenn ein Hindernis auftaucht, natürlich bremsen. Auf manchem Flughafen ist man ja mit dem Fahrrad sowieso schneller als mit dem Flieger. Man kriegt irgendwie Freiheit, ja? Ja, mit der Bahn hat man ja auch nicht mehr überall freie Fahrt. Manchmal kann man schon auf halber Strecke, na? Baden gehen. Schmieren wir uns also den Südseestrand sonst wohin. Im Märkischen Sand lässt es sich ja auch prima buddeln. Pfeifen können wir auch auf finanzielle Verrenkungen und müssen nicht gleich unser ganzes Urlaubsgeld aus dem Automaten sprengen. Zu Hause bleiben hat halt viele Vorteile. Zum einen natürlich landschaftlich und die Illumination. Genau, hier brennt nämlich auch ordentlich die Luft. Kein Wunder bei diesem spannenden Animationsprogramm. Wir setzen uns in den Garten. Und ansonsten Spaziergänge zwischendurch. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann lege ich mich wieder hin. Und dann dieser Schmelztiegel der Kulturen direkt vor der Haustür. Afrikanische Tänze, südamerikanische Tänze, nordamerikanische, naja, Tänze. Ja, man hat auch Lust, halt die ganze Nacht durchzutanzen. Natürlich kommen hier auch manchmal Leute angetanzt, die nicht so gerne gesehen werden. Und zwar die geistigen Tiefflieger von den Nazis. Nur blöd, dass die auch noch in der Nähe wohnen. Sonst würde man sich glatt wünschen, sie würden auch mal zu Hause bleiben.